Hallo Herr Rust. Hier sind wir beim ernsten Thema angelangt, beim Thema Lawinengefahr. Und wie ich sehe, haben Sie Lawinennotfallausrüstung konzipiert. Was haben wir denn da? Genau, also PIEPS steht für Lawinennotfallausrüstung und für ein gesamtes Sicherheitssystem. Und das besteht eben aus lawinenverschütteten Suchgeräten, also den Lawinenpiepsern, dann den Lawinensonden und dann letztlich den Schaufeln. Und dazu gehört natürlich auch Accessoire wie Rucksäcke, Biwaksäcke beziehungsweise kleine elektronische Geräte. Fangen wir mal an beim Piepser, den trage ich am Körper und der gibt dann GPS-Signale weiter oder wie funktioniert das? Ja, also der Lawinenpiepser arbeitet auf einer Frequenz von 457 kHz. Der sendet ein Signal und kann gleichzeitig dieses Signal empfangen. Und so kann man wirklich total genau eine verschüttete Person orten, dann sondieren und freilegen, indem man es schaufelt. Meine generelle Frage, wenn ich jetzt verschüttet bin, komplett von der Lawine, wie lange habe ich Überlebenschance? Ja, grundsätzlich besteht die größte Überlebenschance in der Kameradenrettung und die sollte innerhalb der ersten 15 Minuten erfolgen. Also nach 15 Minuten sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit rapide ab. Der Kamerad würde praktisch dann das Gerät haben, oder wie? Ja, der Kamerad würde dann also mit dem LVS einmal exakt lokalisieren, die mit Position. Mit seinem kann er den anderen auch lokalisieren. Ja, genau. Okay. Also mit dem Empfänger wird der Sender geortet. Ja. Dann wird noch die exakte Tiefe auch festgestellt über die Sonde. Die Sonde bleibt dann stecken, auch als Orientierungshilfe stecken, dass man weiß, wohin man schaufeln muss. Okay. Dann ist die Schaufel noch dabei? Genau, bei den Schaufeln ist es eben wichtig, dass die Qualität gut ist, also dass das Schaufelblatt ein robustes, stabiles Material ist, weil der Lawinenschnee oft hart komprimiert ist, beziehungsweise auch feste Eisteile enthält. Ja, also nur beste Qualität für Notfallausrüstung sozusagen.